Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel am Sonntag gegen die zweite Mannschaft von VfL Bochum. Da ordertechnisch nochmal kurz Anstoß, 13.30 Uhr. Müssen uns ja mal ein unterschiedlicher Anstoß sein, ein bisschen gewöhnen. Dann noch ein Hinweis für unsere Fans, dass noch Tickets für den Block R3, R5 erhältlich sind. Das war ja im letzten Spiel ein bisschen anders. Da waren wir mal zu diesem Zeitpunkt, weil der Bereich zum Teil ausverkauft, aber es gibt noch rund 150 Karten für den Sitzplatzbereich R3, R5 zu Stehplatzpreisen. Ansonsten ist auch dann der Gästeblock für unsere Fans geöffnet, also die Wahrer Hinweise genau zum letzten Spiel gegen TuS Duisburg. Dann werden wir heute mit dem Vorverkauf für das Spiel in Siegen starten. Da sind die Tickets ab sofort über den Fanshop erhältlich und über Lothar Dor. Das ist so das Allgemeine. Dann ja, zum Spiel heute Abend in Wilben. Da werden wir jetzt nicht mit dem gesamten Kader hinfahren, sondern mit einem Teil des Kaders, hauptsächlich die Spieler, die jetzt am Wochenende nicht im Einsatz gewesen sind. Also für die Spieler, die jetzt keinen Wettkampf hatten oder die Spieler, die in der zweiten Mannschaft aktiv gewesen sind, die werden heute vorrangig Wettkampfpraxis bekommen. Zusätzlich werden wir dort einen Gastspieler vor Ort haben, der Danny Rankel von SV Sonsbeck wird heute eine Halbzeit mit agieren, denn er muss da vor dem Spiel angucken. Ansonsten werden es ausschließlich Spieler von uns sein, plus zwei Spieler aus der U23 von Sebastian Strömer und Berkay Uz und aus der U19 wird dann Niklas Hafke mit uns heute Abend auch mitfahren. Personaltechnisch, Lukas Lenz ist noch einschließlich heute angeschrieben. Da wird er immer noch an seinem Effekt, wird aber morgen dann ins Training wieder einsteigen, aber da wird er auch eine Einheit absolviert und dann wird er tatsächlich verletzungsbedingt den Lapper ausgesetzt worden ist. Da hat muskuläre Probleme im Hüftbeuger und ist auch sehr fraglich für Sonntag. Das können wir aber heute jetzt noch nicht entscheiden, aber auf jeden Fall ist das klar. So, das erstmal so zum Personal dran und ja, zum Personal kann ich nur unterstreichen, was Daniel gesagt hat, die Woche ist so, dass wir heute spielen. Wir werden morgen zweimal trainieren, Freitag, Samstag jeweils einmal und Sonntag dann gegen den VfL Bochum spielen. Das Spiel ist die ähnliche Situation wie vor zwei Wochen, nach einem sehr, sehr guten Spiel, kam SV Duisburg. Wir haben ein eigentlich ganz gutes Spiel, insbesondere in der zweiten Halbzeit angeboten gegen den Verein von Borussia Mönchengladbach 2. Und dieser Erfolg war dann gut, war dann wichtig und dann richtungsweisend, wenn wir am Sonntag nachlegen gegen den VfL Bochum. Dass wir gegen jede Mannschaft gut spielen können, haben wir mehrmals unter Beweis gestellt. Jetzt geht es darum, auch mal nachzulegen in einer sehr beeindruckenden Art und Weise. Bochum ist eine gute Mannschaft. Bochum hat Viktoria Köln geschlagen. Bochum hat gegen die Sportfreunde Siegen beeindruckend gespielt. Beide Spiele gewonnen. Sie haben mit Bulot, mit Kramotzis, mit Engelbrecht und so weiter und so fort. Sehr viele individuelle Leute in ihren Reihen, die gut sind. Die haben wir auch. Danach haben wir die Mannschaft in Wuppertal, Lotte Siegen. Wir haben etwas, was oft auf dem Programm was hochinteressant ist. Wenn der Monat zu Ende ist, können wir sehen, in welcher Verfassung wir tatsächlich sind. Wir werden alles abrufen, wir werden alles geben, sowohl im Training als auch im Wettkampf. Und wir sind heiß auf dieses Spiel und wir werden sicherlich ein anderes Spiel, eine andere Mannschaft sehen, als es vor zwei Wochen gegen Duisburg. Was gibt es für einen Gastspieler sozusagen? Woher kommt er aus dem Positionsspiel? Der ist vom Sonsbeck aus der Oberliga Niederrhein und ist ein Offensivspieler. Variable Leiter zu machen. Hast du vorher schon mal so Probestellungen trainiert oder ist das erste Mal da? Also bei uns ist das erste Mal. Aber wir haben letztes Jahr in Sonsbeck im Pokal gespielt. Habt ihr eine Offensive gegeben? Weil es ist ja immer ein Grundspieler, der euch super weiterhelfen würde. Nicht wahr, aber bei den Tests scheint ja Interesse zu
noch anschauen. Und der Verpflichtet ist von der anderen Seite. Wie war die Frage jetzt konkret? Ob das darauf hindeutet, dass ihr einige Probleme auch in der Hand oder also ich will die Frage auch so beantworten. Wenn ich mir die Situation in der Tabelle und geschossene und kommende Tore angucke, muss ich die Antwort verneinen. Dann denke ich, sind wir mit den geschossenen Toren sehr weit vorne dabei. Ich sage aber auch, dass wir bei der einen oder anderen Chancenauswertung eine andere Qualität, eine andere Präzision haben können. Damit meine ich aber alle Feldspieler, denn sowohl Defensivkräfte, Mittelfeldspieler als auch Spitzen waren in den vergangenen Spielen in aussichtsreicher Position. Die Frage konkret zu beantworten, nein, ein Problem würde ich so konkret nicht definieren. Ich sage nur das, was Daniel auch gesagt hat. Ich glaube, wenn wir die Möglichkeit haben, uns zu verbessern, unmittelbar oder perspektivisch, dann sollte man das tun. Und wenn ein Spieler, sage ich mal, von vielen Seiten und auch von uns so gesehen wird, dann sollte man mal in so einer Woche die Möglichkeit nutzen und sich ihm mal auch unter Realbedingungen angucken. Nicht mehr, sondern auch nicht weniger. Ist er denn nur heute Abend dabei oder kommt die letzte Woche? Zunächst einmal trainiert er ausschließlich bei Sonsberg und spielt heute bei uns. Was sich darüber hinaus entwickelt, da ist konkret noch nicht drüber gesprochen. Er ist heute dabei und damit ist auch erst einmal Ende. Ob er nochmal zum Probetraining kommt, ein, zwei Tage, wird sich zeigen. Der Elvis Schala ist auch jung und willig und hat jetzt einen frischen Pass, habe ich gehört. Der dürfte ja auch wieder, ne? Ja gut, Elvis hat ja seit letzter Woche Mittwoch die offizielle Spielberichtung, hat ja auch am Wochenende in der U23. Tribüne gespielt und wie an jedem anderen, ob er zum Einsatz kommt, wo er spielt, in welcher Mannschaft er spielt. Er muss sich präsentieren in den Spielen der zweiten Mannschaft oder jetzt von den Spielen muss dementsprechend mal im Training sein. Das ist eine andere Situation. Vorher wussten wir ja, dass er nicht spielen darf oder dass wir ihn nicht einsetzen und jetzt ist die Situation eine andere für ihn und er muss sich auftrainieren. Gibt es noch Fragen? Ich hätte Angst, dass heute ein Trainerwechsel verkündet wird hier nach der Woche. Bruns, Scholz, jetzt habe ich, du hast ja auch Dampf abgelassen, wie ich gelesen habe, energische Abrechnung, habe ich in Deutschlands größter Sportrevierzeitung gelesen und dass sich alles total ankotzt und das waren ja schon derbe Worte. Die Frage lautet wie? Die Frage ist, was genau kotzt dich an? Und ist es jetzt raus? Also, mich kotzt hier im Grunde gar nichts an. Ich habe gesagt, in dem Zusammenhang, nach dem Spiel in Gladbach, nachdem wir 2-1 gewonnen haben, und die ersten Fragen sich ausschließlich auf eine einzige Situation verifiziert haben, und die zweite Frage darauf hinausging, ob jetzt schon wieder andere Zielsetzungen als der Ist-Stand bei uns auf der Fahne sind. Darauf habe ich gesagt, genau das ist das, was wir nicht brauchen, was mich ankotzt. Nämlich letzte Woche bei der MSV Duisburg, Niedergangsstimmung, alles ist schlecht, 7 Tage später, alles ist gut. Und dieses Schwarz-Weiß-Denken von einigen im Umfeld, aus einigen im Umfeld wurde das gesamte Umfeld auch dann schwarz rochiert, ich weiß, was du meinst, aber noch einmal, ich bin komplett zufrieden und ich bin dankbar, dass wir so ein Umfeld haben. Ich habe nur ein Problem damit, weil ich die Mannschaft auch schützen muss, wenn die gleichen Leute im Umfeld, das ist eine ganz, ganz geringe Anzahl, auch das in aller Deutlichkeit, dem gleichen Spieler heute sagen, bist du eine überragende Granate und 7 Tage später ist der gleiche Spieler untauglich. Das muss ein Spieler erst einmal verkraften, selbst ich habe damit so meine Probleme und das ist das, ich hätte auch sagen können, ich bin damit nicht einverstanden, ich würde mir eine andere Art und Weise damit wünschen. Man könnte das ein wenig differenzierter betrachten, man kann aber auch sagen, genau das kotzt mich an. Ja, und ich denke, das ist legitim und das ist auch das, was nicht immer angenehm ist für die Jungs. Denn ich glaube, dass wir im Stadion bei den Leuten eine überragende Unterstützung genießen, dass wir letztendlich uns darüber nicht beklagen dürfen. Im Gegenteil, das, was hier an Fanpotenzial und an
Support uns zuteil kommt, ist überragend, ist einzigartig, sucht seinesgleichen und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Aber wenn der eine oder andere dann meint, immer nur unabhängig vom Gesamten, das einzelne Ergebnis über 90 Minuten, die einzelne Aktion als das Maß aller Dinge zu bewerten, wie gesagt, ich will das jetzt nicht wiederholen, dann kann man das blumenhaft interpretieren, man kann das weich interpretieren, man kann das auch in Gilderkleid, in eine Metapher nach der, oder man kann sagen, das muss man nicht haben. Und das war damit gemeint. Nochmal, ich bin zufrieden. Und dass es in Essen auch keinen Trainerwechsel gegeben hat, das kann ich nicht beurteilen. Das ist. Aber guck mal, das ist doch auch Teil dieses Vereins, dieses Hosianna und Kreuzig. Das ist Rot-Weiß-Essen. Ja. Das gehört dazu. Wir reden einerseits von den total, von den positiv Bekloppten da draußen. Da muss man aber auch vielleicht akzeptieren, dass die unendlich schnell schwanken ihren Emotionen. Das macht aber auch so ein bisschen hier auch den Reiz aus. Muss man vielleicht alle zu Schwarz-Weiß Essen gehen. Also sitzen da alle ganz ruhig rum. Komplett bei mir. Und ich bin dankbar, dass es so ist. Und ich bin auch, sage ich mal, sehr froh, dass es so ist. Und ich glaube auch, dass so eine Aussage von mir unmittelbar unpassend ist. Das ist nicht das, was von meiner Seite dann in dem Moment richtig gut war. Aber na doch, du zeigst Emotionen. Es ist authentisch, aber es ist dann nicht unbedingt gut. Weil es dann ja auch wieder falsch interpretiert wird. Weil, wenn ich jetzt als Fan das lese, könnte ich ja auch, wenn ich, sage ich mal, nur das lesen will, was ich lesen will, sagen will, das war im Grunde gegen mich gerichtet, aber so war es ja nicht. Nochmal, das, was wir hier an Miteinander haben, ist einzigartig. Genau das, was du sagst, ist das, was den Verein auszeichnet. Und ich bin dankbar, dass wir hier sein dürfen mit diesen Leuten. Aber in der Situation stört es mich auch, weil wir eine gute Halbzeit gespielt haben und aus dieser guten Halbzeit nimmt man zwei Situationen daraus. Eine Situation und die zweite Situation ist jetzt wieder alles super. Ich bin dann schon wieder beim nächsten Spiel, weil ich auch wusste oder auch weiß, ne, wir sind jetzt gegen Gladbach besonders gefordert gewesen, das haben wir gelöst, aber jetzt kommt eine ähnliche Situation wie vor zwei Wochen, vorher Köln, danach MSV Duisburg, haben wir nicht hingekriegt und auf der anderen Seite letztendlich Gladbach und jetzt kommt eben eine ähnliche Situation mit dem VfL Bochum. Wobei VfL Bochum, wie gesagt, ich glaube, diese Mannschaft kann man schon sehr, sehr ernst nehmen, man muss sie sehr, sehr ernst nehmen und ich denke, das werden wir tun. Nochmal, wir werden uns darauf vorbereiten, so wie wir es immer tun. Und dann bin ich guter Dinge. Ich habe ein gutes Gefühl für Sonntag. Die Jungs sind gespannt im positiven Sinne. Und nochmal, wir sind, wenn man mal die letzten 8 Wochen vergleicht, die beste Mannschaft in dieser Liga. Seit 8 Wochen. Wir haben zu Hause noch kein Spiel verloren. Wir sind zu Hause die Mannschaft, die mit Fortuna Köln und mit Lotte die Tabelle anführt. Wir haben jetzt 2 Spiele verloren. Ich denke, das ist grundsätzlich okay, aber ich sage auch, es geht mehr, weil die Mannschaft Qualität hat. Und wir alles dafür tun, das, was an Qualität in dieser Truppe steckt, auch abzurufen. Aber da sind 17, 18, 19 Mannschaften auch da. Und von daher gucken wir in erster Linie nur auf uns. Und was andere Vereine machen, um die zweite Frage zu beurteilen, da kann ich nichts zu sagen. Ich habe da kein Insiderwissen. Ich kann das nicht bewerten. Es ist einfach immer nur schade, wenn, sag ich mal, so früh in einer Saison dann eben 2 nicht mehr dabei sind. Aber ich kann es nicht beurteilen und auch nicht bewerten und mich da auch nicht klar zu positionieren. Es ist einfach nur in Bezug auf Viktoria Köln halt ja, schon überraschend. Du führst die Tabelle an, du hast 4 Punkte vor, spielst mit der Runde, hast noch 1 Stück weniger und dann trennen sich die Wege. Aber es ist für mich nur überraschend. Inhaltlich kann ich es nicht. Ohne dich jetzt ankotzen zu wollen. Aber wenn ihr 4 Punkte hinter der Spitze seid, und du sagst, es geht noch mehr als jetzt, ist das dann nicht wieder, produziert man dann nicht wieder eine Erwartungshaltung? Theoretisch? Ja, nein, praktisch auch. Nur ich beziehe das ja auf meine Mannschaft. Ich sage, wir können besser spielen, noch besser spielen. Und wir spielen dann noch besser, wenn wir eine größere Konstanz haben. Mit einer größeren Konstanz, du wirst zwar so Spiele wie wir sie hatten, die irgendwann auch in die eine Richtung verlieren können oder nur Punkte, aber du wirst die Spiele, wo wir nicht gut waren, auch gewinnen können. Das heißt, wir brauchen einfach mehr Konstanz. Ich rede nur für mich und für unser Team, dass wir mehr können. Das bedeutet aber auch nicht, dass auch andere Vereine in ihrer Entwicklung einen weiteren Schritt machen können. Und da muss man ja den Binnenvergleich herstellen. Und wenn man den herstellt, muss man auch neidlos anerkennen, dass es auch Mannschaften in dieser Liga gibt,
teilweise stehen sie vor uns, teilweise stehen sie sogar auch hinter uns, deutlich hinter uns, die, wenn man mal einen strengen objektiven Maßstab anlegt, die Papierlage aussagt, der Kader ist eigentlich von der Qualität her besser. Deswegen, meine Frage, ja, man wird Begehrlichkeiten, aber ich münze das, was ich sage, auf mein Team. Und wenn die anderen auch sich verbessern im Gleichkampf, dann wird sich da nicht gerade viel ändern. Aber klar, wir sind in unserer Entwicklung noch nicht abgeschlossen. Wir haben eine junge Mannschaft. Da sagt man, der Potenzial ist höher vorhanden als bei etwas mehr Mannschaft. Dass die Fans dann von höheren Träumen, kann man ja auch verstehen, wenn man auch immer noch dann riecht an der Spitze. Ich träume auch von solchen Dingen. Ist doch, sag mal, so legitim. Unabhängig von irgendwelchen Dingen, wer will denn nicht in die höchste mögliche Liga? Ich sag mal, es gibt keinen Trainer und keinen Verein, der nicht aufsteigen will, in die zweite, in die dritte. Wenn du einen Martin Schmidt fragst, auch der will aufsteigen. Wenn du Lars Lese, alle wollen aufsteigen. Der Wille, alles dafür zu tun, ist da. Der Wunsch ist da, das ist doch selbstverständlich. Sonst brauche ich kein Fußballspiel, sonst brauche ich mich damit nicht auseinandersetzen. Nur bei allem Wunsch und bei allem, was man möchte und was man für Visionen man hat, sollte man nicht vergessen, wo kommt man her, wie ist der Ist-Stand und wenn man diese Perspektive auf sich selber legt, auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, was machen die anderen, die unmittelbaren Konkurrenten, und die schlafen auch nicht. Und da ein Gleichgewicht zu finden, das ist wichtig. Und dass die Fans träumen, dass die Fans mehr wollen, das ist doch selbstverständlich. Die haben doch auch lange genug auf die Fresse gekriegt hier über Jahre. Die haben doch auch lange genug gelitten mit diesen Fans, das ist doch selbstverständlich. Wir wollen sie auch bedienen, wir werden auch alles dafür tun, sie zu bedienen. Aber bei allen Wünschen, ich habe auch früher Funkstücke geschrieben, alles war unter dem Bau. Und? Alles erfüllt worden? Bitte? Alles erfüllt worden? Nee, aber im nächsten Jahr oder im zweiten Jahr, so, dann ist der Entscheider. Ja. Nur ich habe tatsächlich unter dem Baum noch den Baum nicht abgefackelt, als ich da war. Ja. Was haben wir schon produziert, wahrscheinlich wieder? Du kurz zur Feuerwehr. Und du kriegst eine Uhr von mir. Ja. Was ist da drauf? RWE oder? Ja, diese die Vereinsemblem würde ich übertragen. Ich verstanden. Ja. Gut. Ja, nachdem es jetzt noch ein bisschen noch länger wurde. Entschuldigung, ich komme aus selbst. Das ist ja wenigstens zum Tag. Jetzt schaffen wir den möglichen Laufwand nach hinten und bis Sonntag dann.